Am 26.10.2018 war es endlich soweit. Im Bürgertreff Ost in Dachau trafen sich Schauspieler und Zuschauer zur öffentlichen Filmvorführung des neuen Kommissar-Bayer-Films. Der Film entstand in vielen Monaten Arbeit und als Christian Paas als Kommissar Bayer seine Geschichte erzählt über den Film, über die Schwierigkeiten der Dreharbeiten, aber auch die Mühe, 25 Minuten eines Films zusammenzuschneiden, da konnte man sich schon vorstellen, wie viel Mühe dahinter steckte. Günther Zigave, der in dem Film den Xaver spielt, kam mitten beim Videoschneiden in den Raum und erzählte, Mensch, ich habe schon eine Idee für einen neuen Film. Das war natürlich Christian Paas fast zu viel. Günther Zigave fand sich in der Rolle genau getroffen. Er und Christian Paas arbeiten ja schon länger beim Film als Statisten. Für den nächsten Film könnte man sich Sponsoren gut vorstellen, welche im Film zu sehen sind oder im Abspann. Hierfür können sich die Interessenten gerne auf der Facebook-Seite melden. Zur öffentlichen Filmvorführung in Dachau fanden sich einige Gäste, die den Film und die Filmcrew sowie die Künstler mit ihrem Applaus ehrten ein. Auch einige Medienvertreter berichteten vor Ort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in Dachau und ich sage herzlich willkommen an euch hier. Heute wird ein Film präsentiert, der heißt Bayer Movie bzw. Xaver, ja. Kommissar Bayer. Ja. Und ich habe jetzt mich extra umgedreht, weil ich die Werbung natürlich auch mit drin haben wollte. Das war alles. Okay. Kommissar Bayer, jetzt möchte ich die Hauptorganisatoren bzw. die Hauptakteure des Films hier auf die Bühne bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Applaus für Christian Günther. Applaus für Christian Günther. Dass ich euer beiden Namen nicht hatte, aber das haben wir auch bewusst so gemacht, damit die Leute auch sehen, okay, das ist alles echt. Ne? Okay, ich gebe euch jetzt mal das Mikrofon und ich bedanke mich, dass wir hier heute sein dürfen und das Ganze könnt ihr dann auch in Facebook, YouTube, überall sehen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich dann auch teilen, diesen Bericht. Okay, Dankeschön, ja. Danke dir, Frank, für die tolle Anmoderation, sowas haben wir noch nie gehabt. Wir haben ja letzte Woche die Premiere gehabt im Museum Lichtspiele. Da hat der Günther die Ehre gehabt, das Mikrofon zu haben und da ein paar Takte zum Song. Heute hab's ich. Ich rede meistens mehrere wie der Günther, Pech gehabt für euch. Und er hat sich einen Zettel gemacht, den habe ich mir auch gemacht. Konnte es auch. Wir mögen uns natürlich als erstes einmal bedanken. Danke sagen wir an das Bürgertreff, dass wir da herin sein dürfen, dass das alles wirklich so total unkompliziert abläuft. Danke dafür an Achim und Jenny. Dann ein riesen Dank an die Firma Steiner in Altdorf. Da ist halt jemand noch was zu sagen. Der Walter arbeitet bei der Firma Steiner, das ist ein Freund von mir. Und ich habe irgendwann im Kopf noch gehabt, da war ein super Motiv für eine Polizeidienststelle. Da habe ich gesagt, du Walter, wir schauen uns das einmal um, genau das war ein super Motiv. Walter hat nachgefragt bei seinem Chef und hat gesagt, wir machen es nichts kaputt machen, darf was rein. Wir haben das dann das ganze Areal nutzen dürfen, da war die Dienststelle, da waren die Wohnungen, da war Friedhof, Pathologie, alles in Altdorf und ich glaube, wir dürfen wiederkommen. Habe ich irgendwas leiten gehört. Dann bedanken wir uns an einem Jokers Pub in Dachau, da haben wir auch drin dürfen. Wenn ihr da einmal reingemacht, da gibt es so ein Würfelspiel, da könnt ihr sogar einen goldenen Hut gewinnen. Stimmt wirklich.
Dann bei der Spitalbrauerei in Ringsburg, da war der Günther mal kurz draußen und Günther Brenner, haben da kurz was gemacht gehabt. Dann natürlich bei beiden Polizeigewerkschaften. Wir mussten ja die Dienststelle ausstatten, wir können nicht das leer lassen, also wir haben sämtliche Poster, Tassen, Kalender, hat der Günther auch gefragt, bei den zwei Gewerkschaften haben wir alles bekommen. Danke an die Polizeigewerkschaft. Dann natürlich an alle Darsteller bedanken wir uns, die, wie wir auch gesagt haben, möchten sie mitspielen, Geld gibt es keins. Und so nicht so viel machen wir. Danke an die. Und es war für manche, die waren wirklich 10 Stunden da und wunderbarer Einsatz. Also vielen, vielen Dank dafür. Dann natürlich auch an die Komparsen in Dachau und in Altdorf. Auch ein riesen Dankeschön, die wo da waren, die wohl auch für nichts da mitgemacht haben und das echt super, super gemacht haben. Und dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen beim Reige, wir haben Plakate. Die Plakate hat die Petra von Effenberg selbst gemalt. Und die Petra von Effenberg ist eine Künstlerin, die macht so viele Bilder, die verkauft sogar welche. Also wenn sie da verkauft er nichts. Dann einmal die Geschichte über uns. Wer sind wir überhaupt? Warum machen wir das? Das wissen wir selber nicht. Nein, wir haben vor 3 Jahren ungefähr, haben wir unter einem anderen Namen auch schon mal so einen Kurzfilm gemacht. Das ist aus einem Theaterstück entstanden. Ich nehme das Wort eigentlich gar nicht mehr in den Mund, das ist für mich so wie der Voldemort, ich sage das nicht mehr. Dann ist das aus verschiedenen Gründen, ist das nichts geworden. Und dann war so, ja, so ungefähr so ein Jahr, war Funkstille. Und irgendwann schickt mir der Günther WhatsApp, wir müssen uns treffen. Und wenn der Günther schreibt, wir müssen uns treffen, dann passiert es. Ja, es gibt zwei Phasen, wir könnten uns treffen und wir müssen uns treffen. Wir müssen uns ganz schlimm, jetzt bin ich Olaf. Dann sagt er zu mir, ja, nimm deinen Laptop mit und was zum Schreiben. Dann sag ich, ja, was machst du? Ja, Kim. Dann bin ich da in den besagten, berühmten Wintergarten. Und dann sagt er, pass auf, das eine, was wir vorgehabt haben, lass mal sterben. Das wird eh nichts mehr. Wir machen jetzt einen Bayer. Dann sag ich, ja, hast du schon eine Idee? Sagt er, ja. Er war mit der Physiotherapeutin. Ich habe ihm verzeiht, das stimmt wirklich. Da gibt es einen, der hat 14 uneheliche Kinder. Und seine Frau weiß das nicht. Das nehmen wir auf. Dann habe ich gesagt, dass die 14 machen wir aber 7, weil das sind 20 Minuten und wir werden nicht mehr fertig. Und dann haben wir praktisch diese 7 unehelichen Kinder haben wir aufgenommen und aus dem Ganzen habe ich dann das Drehbuch geschrieben, man muss dazu sagen, Günther liefert mir immer die Infos und ich muss dann weiter verarbeiten. Was ich dazu sage, also es war, wir haben Erfahrung in der Komparserie oder im Kleindarsteller seit 5-6 Jahren. Es war keiner von uns auf irgendeiner Filmhochschule oder sonstiges. Wir machen das wirklich nur als Hobby, weil es uns einfach Spaß macht und einfach Bock haben. Das haben wir zwar alles selber in die Hand genommen. Also wir haben bei dem Film jetzt das Drehbuch selber geschrieben, wir haben die Regie selber geführt, wir haben den Schnitt selber gemacht, wir haben den Ton selber gemacht, du hast einen Wurstsalat gemacht. Das ist cool. Das stimmt ja. Und muss ich euch verzeihen schnell. Ich habe gesagt, das dauert länger, das ist ein Bild. Im Juli, glaube ich, im Juli. Juli, also ich war noch mitten dabei, dass ich diesen ersten Teil schneide. Also ich habe noch nie irgendeinen Film geschnitten, ich habe mich erst einmal einfuchsen müssen in diesem ganzen Programmzeit. Aber irgendwann ist dann gegangen. Und ich war im Juli eigentlich noch mitten dabei. Und da schickt mir der Günther WhatsApp,
wir müssen uns treffen. Ich war bei der Physiotherapeutin. Ja, dann waren wir bei mir auf der Terrasse gucken und sage ich, was ist denn? So, pass mal auf. Ich habe mir was über Weißwürst verzählt. Über irgend so irgendein Rezept. Das ist was für den zweiten Teil. Und dann kommt er. Ich bin nicht einmal ganz fertig mit dem ersten. Jetzt kommst du mit dem zweiten. Ja, trotzdem. Gut, dann haben wir das aufgenommen und es steht fest, der zweite Teil ist schon in Vorbereitung. Wir machen einen zweiten Teil. Beim ersten Teil haben wir jetzt vier Drehtag gebraucht. Beim zweiten haben wir ungefähr 8 bis 10 Drehtag. Dadurch, dass wir beim ersten Teil, den haben wir wirklich komplett aus eigener Tasche finanziert. Wir sind über Sponsoren, über Teil 2 sehr dankbar. Wenn jetzt irgendeine Firma dabei ist oder so bei euch, unter euch, wo sagt, Mensch, die zwei sind so bekloppt, die ich nicht helfe. Wir können die Firmen im Film zeigen, wir sind nicht im öffentlichen Rechtlichen zum Sehen. Wir sind entweder bei so Privatveranstaltungen wie hier zum Sehen oder wir sind im Kino zum Sehen. Wir können das Firmenlogo einblenden, wir können euer Limo trinken, wir können. Ich mache auch was. Das ist eine gewisse Summe. Du kennst mir nichts. Ja, und jetzt haben wir einen Bericht von ISA TV. Auch was ich nur erwähnen wollte, genau was ich nur erwähnen wollte, das steht nämlich nicht drauf. Aber wenn es uns wird geschaut, dann ist es mir erleuchtend. Was auch unglaublich schwer ist, was man beachten muss, ein Riesendank an den Hans Weger, der kann heute leider nicht da sein. Die Musik, was du da im Hintergrund hörst, die hat der Hans extra für uns geschrieben. Die ist gehört uns, die hat er komponiert und mit 3 Kollegen eingespielt. Die Rechte liegen beim Hans Weger, wenn er sagt, er möchte das Lied unbedingt haben, dann kann er es bei ihm kaufen. Das ist nämlich, gerade mit Urheberrechte und so weiter, ist es nämlich gar nicht so einfach. Man muss genau achten, wenn man da irgendwie eine Szene mit einem Lied untermalt, dann muss man schauen, dass das GEMA frei ist, weil so Urheberrechtsverletzung kann richtig teuer werden. Und das sind alles so Kleinigkeiten, was die Arbeit unglaublich schwer macht. Jeder hat selbst sein eigenes Urheberrecht, jeder hat auch sein eigenes Foto Urheberrecht. Und das ist kein Spaß. So was machen wir nicht. Dann haben wir bei ISA TV war bei uns da in Altdorf. Jetzt habe ich schon länger gedacht, wie du jetzt Brunner. ISA TV hat uns besucht, die waren 3 Stunden bei uns am Set und haben da einen Bericht gemacht. Das ist in Niederbayern, Raum-Landshut. Das ist das Kloff, das ist ein Regionalsender, sowas wie München TV. Der hat Jenny Winkscher. Ja. Sieht das plötzlich. Und der Bericht geht über 4-5 Minuten, glaube ich. Und den habe ich dabei, den darf ich gerne, bevor der Film angeht, dass ich den euch schnell sagen. Ich glaube, der erklärt auch nochmal ganz gut, wer sind wir überhaupt und warum machen wir das. Da dauert es aber bis ich das finden war. Weil ich habe diesen ganzen Bericht da, ich konnte es nicht kürzen, weil das ist irgendwie geschützt, aber ich habe bei ISA TV nachgefragt und darf für den heute sagen, wo ich war. Dann darf ich gerne am Schluss alle Darsteller natürlich vorstellen. Ihr könnt auch gern am Schluss auf uns zukommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Lob habt oder Walter, komm ich schnell her, Walter. Das ist der Walter. Nachdem ja wir, jeder hat so seine Aufgabe, ich bin so eher dieser Kreative, wo alles schreiben muss und schauen muss und der Günther ist eher der Kaufmann. Dann haben wir uns gedacht, wenn jetzt irgendwie jemand Kritik hat, haben wir eine Kritikabteilung, das ist dann der Walter. Der Kreischer. Ich freue mich bei Ihnen. Er macht das gerne. Ja, das war's dabei von meiner Seite. Ich habe jetzt da hinten was. Nein, ich habe nichts mehr. Hast du noch was zu sagen, bitte? Hast du ein bisschen was zu sagen? Voll eigentlich nicht mehr. Also, du hast wirklich voll gesagt, viel mehr als ich. Ja, das ist immer.
Entweder fasse ich das alles noch kurz oder ich vergesse mal gern Teffel. Ja, da muss ich am Schneider noch gehen. Da habe ich einen Insider. Aber jetzt sage ich einmal, wir haben ja drei, weil du sagst, du bist immer mehr wie ich. Wir haben ja drei so Videos veröffentlicht, bevor wir angefangen haben zum Drehen. Und haben uns da in diesen Videos vorgestellt, wer wir sind und was wir vorhaben und was wir machen. Und da hat sich auch so herausgestellt, dass eigentlich immer nur ich rede. Und dann hat der Günther gesagt, nach dem zweiten Mal, wie wir das aufgenommen haben, du, wir zwei sind eigentlich wie ein Ehepaar. Ja. Du bist die Frau und redest und ich nicht bloß immer. Also ich sage es ganz kurz, wir werden jetzt den ISA-TV sehen. ISA-TV hat von sich aus da manche Sachen eingespielt, wie so Make-up-Artist etc. Und ich weiß, dass wir heute einen da haben. Drück einfach Daumen zu, du hast es dann nicht gesehen. Natürlich bin ich kein Make-up-Artist. Aber sie haben das halt eingespielt und das ist halt nicht auf unser Mist gewachsen worden. Nicht, dass da einer sagt, ja, schau es nicht an. Das war das, was ich zu sagen hatte. Ich habe noch was schnell vergessen, weil ich alles gesagt habe. Wegen Teil 2. Teil 2, wie gesagt, wir haben ja gesagt, in Teil 1 haben wir wirklich eine Kamera, wir haben alles selber gemacht. Das ist unglaublich schwer. Da war dann manchmal wirklich auch der Ton ein bisschen rau, Entschuldigung dafür. Wir haben also echt einmal richtig bären müssen, dass wir uns konzentrieren haben können. Beim Teil 2 übernimmt jemand die Kamera, den Ton übernimmt jemand und für die Maske haben wir auch schon jemanden. Damit ja, wir ein bisschen schief werden. Mord in Altdorf. Keine Sorge, die Blut hat, ist nur für die Kamera gedacht. Eine Gruppe Hobbyfilmemacher hat dort nämlich kürzlich den Kurzfilm Kommissar Josef Bayer, der Bierfacher, gedreht. Am ersten von insgesamt 4 Drehtagen waren wir auf dem improvisierten Filmset mit dabei. Szene 5, Klappe die erste. Staatsanwältin und Polizei kommen gerade von der Gerichtsmedizin. Ein nerviger Sensationsjournalist wartet ums Eck. Als hätten die Ermittler im Moment nicht ganz andere Probleme. Der Dorfbierfahrer ist tot, vom Mörder keine Spur. Und ermitteln soll das Chaotenduo der Polizeiwache. Na toll. Dabei fing die Geschichte so harmlos an. Da hat der Günther gesagt, komm zu mir, ich habe eine Idee. Wir sind da im Wintergarten geguckt und dann hat er gemeint, wir könnten den Kommissar Josef Bayer ins Leben rufen, könnten wir da wieder einen Kurzfilm machen. Und er hat einmal durch Zufall, weil er beim Wirt war, gehört, dass da Kohlenmonoxid entstehen kann, wenn eine Umweltanlage ausfällt und dadurch man ersticken kann. Und daraufhin haben wir das einfach aufgenommen, weil es ja irgendwo aus dem Leben ist, und haben gesagt, genau, das ist jetzt schon mal unser Toter. Noch sieht der tote Bierfahrer ziemlich lebendig aus. Aber die Maske ist noch längst nicht fertig mit ihm. Der muss wirklich richtig schön tot und blass ausschauen. Und in der Pathologie, wenn er mal ist, dann gibt es den sogenannten Y-Schnitt. Den muss man nicht unbedingt sagen, aber den haben wir natürlich dran parat. Das ist das, was ich da gerade aufmache. Das heißt, der Tote wird praktisch so, so und so aufgeschnitten, aufklappt und da wird dann alles nachgeschaut innen drin. Ansonsten wird die Tiefenstelle, da ist da wirklich zu viel Tricksfahrt, dass man weiß schnell. Wie man sich als lebendiger Tote erhält. Ich bin schon gewohnt, ich war schon öfters tot. Ja, ich weiß, dass es mir nachher wieder gut geht. Ich lasse das über mich ergehen. Ich glaube einfach, dass man vielleicht eine halbe Minute Luft halten kann. Das ist das Wichtigste und sich dann halt nicht bewegt, aber das glaube ich kann ja jeder. Das Opfer wurde von hinten mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Tatzeitpunkt war etwa am Dienstag gegen 19 Uhr. Also es ist so, dass der Luke seines Zeichens im Bierfahrer bei der Brauerei LWB, Ludwig Wimmer Brauerei, die wir da eigens dafür gemacht haben, dabei ist und hat halt da schon verschiedene Leute kennengelernt, speziell Frauen. Und da hat er schon einiges gemacht und erlebt. Und das hat halt dann zum Schluss wahrscheinlich irgendwann nicht passt, sodass er halt leider sterben hat müssen. Das ist ja entsetzlich. Ja, wer macht denn so doch?
Als wäre das noch nicht schlimm genug, stellt sich bei der Beerdigung heraus, dass Lukes eigene Ehefrau ihren Mann am allerwenigsten kannte. Ja, also hier ist das Grab meines Mannes und wir stehen hier alle bei der Beerdigung und eigentlich erfahre ich auf der Beerdigung dann erst, wer da alles hinter mir steht. Ich wusste vorher nicht von seinen außerehelichen Affären. Nach und nach geraten die Schandtaten des Verstorbenen ans Licht, landen im Büro von Kommissar Bayer, während er sich viel lieber ein Entspannungsbier auf den Schreibtisch wünschen würde. Den interessieren nicht alle Gesetze, der macht das halt wie es früher einmal war. Da muss man nicht immer alles so genau nehmen, der kennt jeden und der hat halt seinen preußischen Kollegen, der immer alles besser weiß und der ihn auch noch berichtigt und irgendwann nervt das auch einmal, oder? Ja, das kann vielleicht nerven, aber wir sind ja letzten Endes bei der Polizei und ich glaube, da muss man die Sachen auch genau nehmen. Das glaubt man gar nicht, wenn man wirklich eine Polizeiausbildung in Norddeutschland gemacht hat. Wir sind eben doch noch in Bayern. Da nimmt man nicht immer alles so genau. Finanziert haben die Hobbyfilmemacher ihr Projekt übrigens fast ausschließlich aus eigener Tasche. Schnitt, Kamera und Regie machen die Schauspieler quasi nebenbei. Also richtige Profis sind wir heute nicht, aber wir sind sehr oft beim Film als Komparsen oder in Rollen hinter der Kamera mal. Wenn es nicht zusammenreimen ist und so sagen, wir machen eigentlich alles. Und naja, jetzt probieren wir es halt einmal so. Wenn man dann alles selber in die Hand nimmt, dann wird das was. Und dann sagen wir schon, in 3-4 Monaten ist das wirklich so weit, dass wir losschauen können. Ein Bayern-Movie made in Altdorf. Ob Kommissar Bayer und Co. zum neuen Kinohit der Region werden, wir sind gespannt. Es gibt was Neues vom Kader des IKLs. Bei unserer Staatsanwältin, die hat eigentlich sogar in der Rolle den richtigen Namen, nur den haben wir nicht genannt, aber im zweiten Teil gröbst du den. Jennifer Genova. Super, kennst du schon. Ja. Ich war beim Wald in Altdorf, dann haben wir uns diesen Verhörraum angeschaut und dann hat der Walter gesagt, ja, was will ich denn da eigentlich machen, so wie du bist der Mörder. Die ganze Frau war auch dabei. Dann hat er gesagt, ja, warum bringe ich den eigentlich um? Dann habe ich gesagt, weißt du, wo Luftpumpen im Bett ist. Seine Frau hat gelacht. Da ist aber gleich 4 Meter weggegangen von dir. Ja, heute traue ich mich, weil heute habe ich zahlen. Unsere Witwe, die wohl nichts gewusst hat. Der Chlor. Unser Totengräber, der nicht nur, er war ja nur kurz zum Sehen als Totengräber. Aber es hat sich dann so entwickelt, das war dann unser Mädchen für alles. Der war Setrainer, der war Kaffeeholer, der war Kaffeedrohne holen. Da haben wir gesagt, Roland Licht, zack. Roland Kaffee, zack. Aha. Roland Klappe, zack. Genau. Roland Schubert. Er schaut einfach aus wie ein Reporter, oder? Rainer Schuster. Mein verbrüderter Hansi, auch ein Bayer, Werner Schmaus. Frau Mayer hat es zum ersten Mal gemacht. War bestimmt nervös oder nein? Sicher. Uli Egelseher, danke. Der Preis? Ja.
Hochzeit nehmen wir uns eigentlich schon. Ich sag, ja, schon. Ich hab's nicht verstanden. Wie ist Ostwurst? Ja, danke. Danke. Und zu guter Letzt der Mann, der heute schon so lange geredet hat, wie ich ihn, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie zusammenhängend habe reden hören. Der Mann, auf dessen Mist das alles hier gewachsen ist. Christian Past, alias Kommissar Josef Beyer. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bei Teil 2 auch wieder. Mhm. Dann wird es ja definitiv gehen. Günther. Ja, okay. Günther habe ich schon gesagt. Ja, ja, alle. Günther habe ich schon gesagt. Ja, natürlich. Aber Günther kennt jeden Günther. Wie gesagt, wenn es irgendwie, wenn es noch Fragen an uns habt, kommt zu uns mit Tipp. Wie gesagt, weiter. Ansonsten nochmal danke an euch wirklich, die wo einfach sofort ja gesagt haben, wirklich gesagt haben, ja, wir machen das, wir sind dabei. Nochmal vielen Dank von mir und von Günther natürlich. Dass du das letzte Wort heute hast. Nein! Doch! Danke! Der ist nicht mehr, der ist wirklich ein Messer. Wir sollten uns das mal überlegen. Ich heiße Dogs, das weißt du nicht. Aber ich gucke echt vom Du siehst nicht, wie es ausschaut. Also ich sage einfach Dankeschön, dass ihr alle da wart. Hat mich sehr gefreut. Manche sind früher ein bisschen weitergekommen. Also schon aus der Regenspur gegeben und so. Oh, wow. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollte ich einen zweiten Teil mitspielen, zumindest die Jenny. Steh mir kurz auf, wenn du schon mal siehst, dass du eigentlich normal ausschaut, weil ich cool mit dem Ich wollte eigentlich kein Leichen spielen, gell? Kein Leichen. Du bringst dein Leben wieder zu. Außer du zahlst bloß, das geht mir nicht. Wir suchen da noch Sponsoren. Ja, also ich sage wirklich recht herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Hat uns sehr gefreut, dass wir den Saal da vollgebracht haben. Und wir sind sicher wieder bereit, in dem Saal weiterzuspielen. Wenn da wieder was kommt, dann muss ich das. Ist so groß. Entweder ist er größer oder ich sage, dass ich aufhören soll. So viel wie Ehre, die nicht, kann ich versprechen. Ich hoffe, der Eingangssekt, der da gestanden ist, hat jeder was gehört. Oh, der Preis ist ja nicht. Ja, wer zuletzt kommt, nicht? Wer zuletzt kommt, der straft das Leben. Das straft das Leben. Ja. Also, lieber Danke, können wir nicht sagen. Wir verneigen uns an euch als Publikum. Ihr wart super. Recht herzlichen Dank an Frank, Vielgut Radio, Vielgut TV, dass du heute da warst. Hat uns sehr gefreut. Ich weiß, ob immer irgendwer hier hinnimmt. Immer was zu merken. Immer was zu merken. Das Einzige, was mir ein bisschen abgenommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Dachauer Presse, die eigentlich sonst immer recht uns wohlgesonnen war, wie mit uns gesprochen hat. Heute ist anscheinend niemand da. Aber vielleicht sehen sie es ja dann und dann werden sie sagen, oh, da haben wir was vergessen und dann kommen wir ja noch. Also, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke und gut einkommen. Thank you.
So, darf ich mich ganz schnell dazwischen stellen, zwischen euch? Natürlich möchte ich die anderen Akteure auch dazu interviewen. Kommissar Bayer, hat Ihnen gefallen? War gut? Ja, logisch. Also ich denke, für den ersten Teil haben wir es ziemlich gut gemacht. Aber Sie haben ja die Rolle als ein bisschen trotteligen Polizisten gespielt. Auf den Leib geschrieben war es das erste Mal? Nee, ich bin beim Film schon öfters als Polizist zu sehen gewesen. Aber es war bewusst der Kontrast zum Janssen, zu dem preußischen Kollegen, war das Absicht, dass hier, sag ich mal, so ein bisschen Unterschied zu erkennen ist. Der Film als solches, ist der gelungen jetzt, wenn Sie den so sehen im Nachhinein? Weil man hat ja vorher beim Drehen, weiß man ja nicht, was dahinter herauskommt. Ist das jetzt alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ich denke, wir sind selbst unsere größten Kritiker und wenn man, ja, insgesamt muss ich sagen, ist es gelungen, aber wir haben schon einige Punkte, wo wir wissen, wie wir beim nächsten Mal nochmal was verbessern können. Bei Ihnen kann man sich vorstellen, dass Sie so die ein oder andere abgefahrene Rolle kriegen könnten. Als was können Sie sich beim nächsten Mal vorstellen? Jedes Mal, was mir einfach angeboten wird, ich bin für alles offen, frei. Der Totengräber war eine gute Rolle, hat mir gefallen. Der Film ist sehr gut angekommen, aus meiner Sicht. Und Kritik gibt es überall. Ich freue mich auf die nächsten Drehtage und so weiter, Anfang nächsten Jahres. Da sind Sie auf jeden Fall mit dabei, ne? Ich hoffe doch, ja. Nehme ich an. Noch keinen Vertrag unterschrieben. Bis jetzt noch nicht, nein. Die Arbeit am Set, wie ist die abgelaufen? War das relativ ruhig? Oder? Das war eben der große Spaß. Also wir kennen uns untereinander und man konnte sich eben selbst mit Ideen einbringen. Aber es war teilweise eben auch streng, weil man einen Zeitplan einhalten wollte. Also es war nicht nur Tralala, sondern wir waren schon ernsthaft am Arbeiten und zwar einen ganzen Tag und ein komplettes Wochenende und das bei hohen Temperaturen mitten im Sommer. Es war teilweise anstrengend, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Wie oft musste man so eine Szene wiederholen? Ihr habt ja jetzt oder habt das ziemlich schnell drauf gehabt? Es kommt darauf an, wie lang die Textpassagen sind, aber natürlich, je mehr Personen involviert sind, ist das schon ein paar Mal geprobt worden, bevor dann aufgenommen wurde. Weil man hat ja immer nur eine begrenzte Akkukapazität und wenn man es aufnimmt, dann soll es möglichst auch klappen. Aber insgesamt war das eine sehr disziplinierte Arbeit von allen. Jetzt hat man natürlich auch bei der Einstellung auch arbeiten müssen. Das heißt also, man musste sich ja den letzten Satz merken, weil die Kamera dann aus einer anderen Perspektive kam. Aber Sie sind da offensichtlich ganz fit damit, weil Sie ja schon mal sowas gemacht haben. Also ich bin seit 5 Jahren da bei Film und Fernsehen dabei und insofern ist natürlich immer eine gewisse Anspannung dabei. Aber wenn man mal in der Arbeit drin ist, sage ich jetzt mal, dann vergisst man das Mikro und die Kamera und ja, dann ist das ein Job, den man auch lernen kann. Okay, dann sage ich Dankeschön. Also euch hat es heute Spaß gemacht und hätte euch für das Publikum noch ein bisschen was gewünscht heute? Also leider konnten nicht alle Darsteller da sein. Es ist immer schwierig, dass alle an einem Tag Zeit haben. Aber ich hoffe, das Publikum hat ein bisschen Spaß beim Zusehen gehabt und es waren ja ein paar lustige Pointen dabei und für den zweiten Teil, der wird ja dann mehr als doppelt so lang und ja, freuen wir uns schon alle drauf. Gibt richtig viel Arbeit, ne? Vor allen Dingen, man muss ja alle unter einen Hut kriegen, man muss alles an einem Tag schaffen, ne? Dass alle da sind und das ist auch nicht immer einfach. Ne? Es ist ja so, die Dreharbeiten, weil es halt ein privates Projekt ist, finden am Wochenende statt, weil unter der Woche viele andere Aufgaben haben und je länger so ein Film geht, dann für mehrere Wochenenden die Leute hier terminlich festzubekommen, ist nicht ganz einfach. Aber es klappt, wenn alle Freude haben und hier gern dabei sind, dann nimmt man sich auch gerne die Zeit dafür. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Interview und ich wünsche euch noch viel, viel Glück für den nächsten Teil, da sind wir auch dabei. Ne? Vielen Dank. Wir befinden uns hier in Dachau und jetzt habe ich neben mir den Achim Riebel sitzen. Hallo Herr Riebel, wie geht's Ihnen? Gut, schöner Abend gewesen heute.
Ja, die Location hier, die könnten wir so mal ein bisschen beschreiben. Sie haben ja hier kulturelle Veranstaltungen immer wieder mal. Heute wurde der Film hier gezeigt von dem Xaver. Wie heißt die Location hier? Ja, der Ort heißt Bürgertreff Ost in Dachau und wird gemanagt von einem Verein, bei dem ich Vorstand bin, der Bürgertreff Ost e.V. heißt. Das ist ein Verein von Ehrenamtlichen, die versuchen hier mit interkulturellem Angebot in dem Stadtteil sozusagen auch das Zusammenleben der Bürger irgendwie zu fördern. Kultur spielt eine wesentliche Rolle. Ja, wir haben ja gesehen, Bilder stellen Sie hier aus, da können also Künstler sich präsentieren. Was könnten Sie sich denn noch vorstellen, was man hier so an den Ort holen könnte, an Veranstaltungen? Wer könnte sich denn da so alles melden? Ja, also wir haben zum einen erstmal offene Angebote an die Bevölkerung hier im Umfeld. Das sind, das geht von Eltern-Kind-Gruppen über Sprachkurse, über Kochkurse, über Tanzveranstaltungen, Line-Dance. Das sind offene Veranstaltungen, das heißt, eigentlich kann jeder daran teilhaben. Die finden regelmäßig statt, manchmal im 14-Tage-Rhythmus, manchmal im Monatsrhythmus. Kann sich jeder melden. Darüber hinaus haben wir 3 bis 4 Ausstellungen, die wir versuchen auch sehr unterschiedlich zu besetzen. Also heute zum Beispiel ist hier ein türkischer Künstler, der Ebro-Technik vorstellt. Das sind, wie gesagt, 3 bis 4 im Jahr. Wir haben Kinoveranstaltungen. Und wir versuchen da ein weites Spektrum, speziell auch unter dem Ansatz, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die wir hier im Stadtteil haben, auch abzuholen. Also eben deswegen interkulturell unterschiedliche Angebote, mal bayerisch, mal türkisch, und versuchen auf die Art und Weise die Menschen auch zusammenzubringen. Das bietet sich natürlich hier an, weil Sie auch ein Lokalleben dran haben. Sie haben Essen, wir haben heute schon mal hier gegessen, ganz gut. Und das ist dann alles mit drinne. Der Kunde kann also hier drinne seine Veranstaltung machen und die Gäste können praktisch essen und trinken bei Ihnen. Also Sie haben gesehen da vorne, unsere Räumlichkeiten hier haben eine eigene Küche. Also wir haben hier Privatveranstaltungen, die Küche nutzen. Man kann größere Veranstaltungen machen mit dem Wirt zusammen und dem Catering-Service des Wirtes. Primär allerdings versuchen wir das jetzt hier als Verein innerhalb dieser Räume zu tun. Sowohl als Privatperson, wir haben aber auch etliche Kooperationspartner. Das heißt, Kooperationspartner, das sind andere ehrenamtliche, gemeinnützige Organisationen hier in Dachau oder auch in Dachau-Ost, Caritas, Dachauer Forum oder Ähnliches, die hier Informationsveranstaltungen allerdings auch oder Arbeitsveranstaltungen anbieten in unseren Räumen. Sie haben demnächst eine Rockveranstaltung hier, wo 6 Bands auftreten, haben Sie mir erzählt. Wann findet das statt? Einmal im Jahr, das nennt Ostival, Dachau-Ost, Ostival. Das ist das nächste im April. Das sind 6 lokale Bands, die dann immer so im 30-Minuten-Takt auf die Bühne kommen. Das ist ein weites Spektrum, manchmal folkig. Letztes Mal war es ziemlich rockig bis punkig. Und es ist auch so eine Möglichkeit, die Jugend oder auch die jung gebliebenen Älteren einfach über Musik hier zusammenzuführen. Jetzt habe ich mir eigentlich schon angeboten, habe gesagt, oder Sie haben mich auch mehr oder weniger schon eingeladen, dass wir mal darüber berichten. Was halten Sie davon, wenn wir mal hier vorbeikommen würden und würden über diese Veranstaltung berichten? Ah, das wäre sehr schön. Also das wäre wirklich schön, weil es gibt zwar schon einzelne YouTube-Videos, aber noch nichts Professionelles. Das ist alles selbst gedreht, und da ein bisschen mehr darüber zu berichten, würde uns auch helfen, weil natürlich Aufmerksamkeit auf so einem Festival schon gut wäre. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich und dann sind wir dann das nächste Mal dabei bei dieser Rockveranstaltung, bei dem Osti-Festival oder Ost-Festival. Genau. Ah, okay, alles klar. Was habt ihr zu Weihnachten geplant? Ist da auch schon einiges? Da haben wir Angebote für Kinder. Wir haben Märchenlesungen zum Beispiel hier im Dezember. Wir haben oft natürlich Backen mit Kindern und wir veranstalten als Verein auf dem Platz, den Sie vorne gesehen haben, einen eintägigen, nennt sich Winterzauber, das ist ein Adventsmarkt mit Musik, Kinderchören und ähnlichen Dingen wieder. Okay, also dann wisst ihr, wo ihr hin könnt. In Dachau gibt es also einen Verein, der hier diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr präsentieren wollt, dann wendet euch hier an meinen Gesprächspartner. Ich sage Dankeschön, dass wir da sein durften heute Abend. Es war eine schöne Geschichte. Hat Ihnen der Film gefallen? War er schon rund? Ja, doch, das war schon. Also der Enthusiasmus, mit dem sowas gedreht wird, das begeistert mich total. Also wie die Schauspieler und Macher von so einem Film dahinter stehen und was dann da rauskommt, ist wirklich sehenswert und nett. Wirklich okay. Schön. Also ich sage Dankeschön. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, danke.